Le sorelle, la festa della presentazione del Signore, Liebe Schwestern und 40 giorni Brüder, dopo la das nascita Fest der di Darstellung Cristo, des Herrn, ci 40 mostra Tage l'Idio nach der Geburt insensibile, Jesu, che in zeigt obbedienza uns alla Maria legge und Josef, wie mosaica sie gehorsam dem recano Gesetz anche noi a Mose Gerusalemme, zum Tempel in però Jerusalem preferì il gehen und bambino, in quanto ihr Kind, den primogenito al Erstgeborenen, Signore, dem Herrn zu di weihen riscattarlo mediante un und sacrificio. durch ein Opfer Uno auszulösen. dei casi in cui il tempo liturgico Dies ist è einer der Fälle, scaturito zu denen die dall'istorico liturgische e che Zeit oggi si die compie una historische volta Zeit widerspiegelt, denn sempre heute sind genau dalla 40 solennità Tage nach dem primariale del Hochfest der Geburt des Signore. Herrn vergangen. Il tema di Cristo Das luce Motiv des ha Lichtes Christi, caratterizzato il ciclo das die delle vesti Weihnachtsfeste natalizie prägt und che è das im Fest der culminato nella Erscheinung des Herrn solennità mündet, dell'Epifania wird che wieder viene aufgenommen und ripreso dem heutigen e Fest prolungato nella fortgeführt. festa odierna. Il gesto rituale dei genitori di Gesù, Die rituelle Handlung der Eltern Jesu, l'umile die ganz in der nascondimento, Weise der demütigen caratterizza Verschwiegenheit geschieht, die die l'incarnazione del Menschwerdung Figlio di des Dio, Sohnes Gottes charakterisiert, trova una singolare wird auf accoglienza einzigartige nella Weise vom fedele Greisen Siano Simeone Simeon und der della Prophetin Anna profetessa Anna. aufgenommen. Per divina Durch göttliche ispirazione, Inspiration essi erkennen sie in riconoscono diesem che il Kind bambino den von den è il Propheten Messia angekündigten Messias. annunciato dai profeti. Im Ed il Treffen zwischen compito dem wachenden dell'Inizio Simeon e und la der jungen evocevole Mutter madre verbinden al sich ciclo del Nuovo Neues und Altes Testamento Testament auf wunderbare consegna Weise in modo im Dank mirabile für das Licht, e das in der rende Dunkelheit Jesus leuchtet il dono della und luce das verhindert, dass che ha diese gridato sich nelle durchsetzt. tenebre ed ha impedito loro di Unser Herr penetrare. Christus, das Licht, das die Cristo, Heiden erleuchtet luce und che Herrlichkeit für illumina sein il Volk cielo Israel. e gloria del suo popolo Israele. Nel giorno in cui la Chiesa fa memoria della An dem presentazione Tag, an dem divina, die Kirche der Darstellung des Herrn im Tempel celebra la gedenkt, giornata della vita feiert sie den consacrata. Tag des geweihten Lebens. In effetti, Und wirklich stellt l'episodio diese evangelico Episode a des cui ci Evangeliums, richiamiamo, auf die wir uns costituisce heute una beziehen, ein significativa bedeutsames tappa Bild der Hingabe des eigenen Lebens dar nella durch preparazione diejenigen, per die die la vita Berufung da empfangen haben, parte in di der quanti sono Kirche und in der Welt, stati durch chiamati a die ripresentare nella Chiesa evangelischen Räte die mediante charakteristischen convivio Merkmale Jesu, des di tanti jungfräulichen, armen und caratteristici Messie gehorsamen, des Gesalbten des che Vaters oggi immer wieder neu onorano aufzuzeigen. pubblicamente il consacrato del Padre. Am heutigen Fest feiern wir Nella deswegen das festa di oggi Geheimnis der celebriamo Weihe Christi, pertanto der Weihe l'inizio Mariens, der della Weihe all consacrazione derjenigen, die sich aus Liebe für das Reich di Gottes Cristo, in die Nachfolge Jesu consacrazione begeben. di Maria, consacrazione di tutti coloro che si pongono alla sequela di Gesù per amore del regno di Dio. Secondo l'intuizione del beato Giovanni Paolo II, che ha Der Einsicht celebrato des per la seligen prima Johannes volta nel Pauls II. Nach, der 1997 1997 das erste Mal diesen Tag alla gefeiert hat, vita consacrata, verfolgt der Tag des geweihten sacrifici Lebens alcuni mehrere scopi besondere Ziele. Vor allem will es den Herrn lobpreisen und ihm danken für die Gabe dieses all'esigenza Lebensstandes, di der zur lodare Heiligkeit der e Kirche gehört. ringraziare il Signore per il dono di questo stato di Jeder vita, Person im geweihten Leben particolare gilt heute das sacerdote della Gebet der Chiesa, gesamten Gemeinde, ad ogni die persona Gott Vater, dem consacrata, Geber aller Gaben, consacrata oggi für die Gabe dieser per la Berufung fedeltà dankt und convita, die im Glauben erneut rende darum grazie a bittet. Dio Padre, autore Darüber nobile e hinaus wollen wir per il noch dono di mehr questa das volontà Zeugnis hervorheben, e dass diejenigen, die concede für sich gewählt haben, nuovamente dem Herrn im Leben der evangelischen Räte inoltre in tale inmitten des occasione si Volkes Gottes intende nachzufolgen, uns valorizzare geben. sempre più la Schließlich testimonianza will di dieser coloro che Tag hanno des geweihten scelto Lebens vor seguire allem euch, Cristo liebe Brüder und Schwestern, nella die pratica ihr della dieses fede Leben in der Kirche religiosa, ergriffen habt, con il eine promuovere la wertvolle conoscenza Gelegenheit geben, e eure la Vorsätze stima zu della erneuern vita consacrata und die Absichten neu zu beleben, all'Eterno Figlio die eure Hingabe di Dio. an den Herrn inspirieren. Das wollen wir heute tun, das ist die Aufgabe, die zu realisieren ihr berufen seid, jeden Tag eures Lebens. Una preziosa occasione di rinnovare i propositi e ravvivare i sentimenti che hanno ispirato e ispirano la donazione di voi stessi al Signore. Questo vogliamo fare oggi. Questo è l'impegno che siete chiamati
a realizzare ogni giorno della vostra vita. In occasione del 50° anniversario Zur Feier des 50. Jahrestages der Eröffnung des Zweiten Vatikanischen Konzils habe ich, wie ihr wisst, das Jahr des Glaubens ausgerufen, das im kommenden Oktober beginnen wird. Alle Gläubigen und ganz besonders die Mitglieder der Institute des geweihten Lebens haben diese Initiative als Geschenk angenommen. Und ich hoffe, dass sie dieses Jahr des Glaubens als Zeit erleben, die der inneren Erneuerung förderlich ist, die wir immer nötig haben, gemeinsam mit einer Vertiefung der wesentlichen Werte und Bedürfnisse dieser Weihe. Im Jahr des Glaubens seid ihr, die ihr den Ruf zur näheren Nachfolge Christi durch das Versprechen der evangelischen Räte gehört habt, eingeladen, noch einmal mehr die Beziehung zu Gott zu vertiefen. Die evangelischen Räte, angenommen als wahre Lebensregel, bestärken den Glauben, die Liebe und die Hoffnung, die mit Gott verbinden. Diese tiefe Nähe zum Herrn, die das bestimmende und charakteristische Element eures Lebens sein soll, bringe euch zu einem erneuerten Festhalten an ihm und habe positiven Einfluss auf eure Anwesenheit und euer Apostolat im Volk Gottes durch das Einbringen eurer Charismen in Treue zum Lehramt, sodass ihr Zeugen für den Glauben und die Gnade sein könnt, glaubwürdige Zeugen für die Kirche und für die Welt von heute. Mediante l'apporto dei vostri carismi nella fedeltà al magistero, al fine di essere testimoni della fede e della grazia, testimoni credibili per la Chiesa e per il mondo di oggi. Die Kongregation für die Institute des geweihten Lebens und für die Gesellschaften des apostolischen Lebens wird auf geeignete Weise Richtungen vorschlagen und sich dafür einsetzen, dass dieses Jahr des Glaubens für alle zu einem Jahr der Erneuerung und der Treue wird, damit alle geweihten Männer und Frauen sich mit Enthusiasmus der Neuevangelisierung zuwenden können. Ich grüße herzlich den Präfekten dieses Dikasteriums, Erzbischof João Brás Davis, den ich im kommenden Konsistorium in den Kardinalstand erheben werde, und ich ergreife die Gelegenheit, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für den wichtigen Dienst zu danken, den sie für den Heiligen Stuhl und die ganze Kirche leisten. Liebe Schwestern und Brüder, ich danke einem jeden von euch, dass ihr an dieser Liturgie teilgenommen habt und teilnehmt, die sich dank euch und dank eurer Gegenwart durch eine besondere Atmosphäre der Hingabe und Sammlung auszeichnet. Ich wünsche euch alles Gute für den Weg eurer Ordensgemeinschaften, für die Ausbildung und für das Apostolat. Die Jungfrau Maria, Jüngerin, Dienerin und Mutter des Herrn, erbitte von euch vom Herrn, dass alle, die die Gabe empfangen haben, ihm im geweihten Leben zu folgen, von ihm mit einer verklärten Existenz Zeugnis geben können, indem sie mit allen anderen Brüdern und Schwestern voll Freude auf die himmlische Heimat und auf das nie erlöschende Licht zugehen. Amen. Papst Benedikt XVI. Hat in seiner Predigt über das Hochfest der Darstellung des Herrn und über den Tag des geweihten Lebens die Beziehung hergestellt zwischen diesen beiden Anlässen, der Hingabe Jesu an den Vater, die Darstellung, das Erkennen durch Simeon auf der einen Seite und auf der anderen Seite das Erkennen
der Anwesenheit Gottes, das Wirken des Heiligen Geistes.